Hallo erstmal. Hallo. Wie heißt du? Ich bin Marlon. Du bist wirklich der erste Mensch, der mich hier beinahe zu Tränen gerührt hätte. Es war einfach unfassbar. Totschlagargument. Und du hast wirklich, also nach drei Zeilen hatte ich eine Gänsehaut am ganzen Körper und konnte quasi gar nicht anders als zu drücken. Und ja, ich hätte dich einfach unglaublich gerne in meinem Team. Okay. Ich bin sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mich so berührt, wie ich es wirklich tatsächlich sehr, sehr selten habe. Und das ist, wenn eine Stimme sowas kann, das ist was Unsagbares. Dankeschön. Zwischendurch dachte ich mal, du wärst vielleicht Lenas Schwester. hast du noch Geschwister? Ja, ein Bruder. Ist schon mal ein Argument dafür, dass du in mein Team kommst, ne? Du hast natürlich traumhaft also gesungen. Ich, bevor Lena wieder mit, also mit Lena wieder ja die 24 jetzt. Pferde durchgehen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich wissen grundsätzlich. Und deshalb wäre es toll, wenn du zu mir ins Team kommst. Aber ganz abgesehen davon würde ich gerne mit dir halt eben noch mehrere Songs halt eben aussuchen, die ähnlich stark berühren. Und das Letzte, was ich wissen möchte, ist, bedeutet dir dieser Song irgendetwas? Oder hast du den zufällig ausgewählt? Nein, also ich mag den Song sehr, weil ich kann mich da halt gut reinversetzen, den Song. Ja, das hat man gehört. Also großes Kompliment. Dankeschön. Lasst mich doch mal mit meinen Emotionen klarkommen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn du das Gefühl hast, dass sie meine Schwester ist, dann scheint ja schon mal was zu stimmen bei uns beiden Mäusen, ne? Du hast so traumhaft schön gesungen. Das war so zauberhaft und es war so leicht. Dankeschön. Ich zitter immer noch am ganzen Körper. Ja? Komm bitte in mein Team. Komm bitte in mein Team. Henning will dich nicht. Ah, Henning möchte nicht. Doch, aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Also, jetzt ist es an dir. Du kannst dich auch einfach gleich für mich entscheiden. Okay. Ich gehe zu Henning. Yeah! Es gibt von. Wie sie sich ärgern, die anderen beiden, ne? Ja.
so einen Auftritt, alle drei. Ich bin zu Henning gegangen, weil ich finde, die hat so am meisten Erfahrung. Was sie so lange eingelullt mit deinem Gerede da. Oh. Danke, 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 danke. Henning, ich dreh durch. Ja, das merke ich. Ah. Aber ey, das ist wie Angeln und einen großen Fisch gefangen zu haben. Talk to the hand, ey.